need to get home. I need to get home. Guten Morgen, ich bin's wieder, Justin. Ich bin heute unterwegs mit meinem kleinen Bruder Julian. Wir fahren heute mit dem Bus nach Kapstadt durch. Und daraus fahren wir mit dem Bus nach Bedburg. So, wir sind jetzt hier in Kapstadt angekommen und fahren jetzt durch nach Bedburg haben wir jetzt auch fast erreicht. Wir haben jetzt hier den Dennis abgeholt. Hi. Um die 200 Meter haben wir noch und dann sind wir auf den Serra Nova angekommen. Hier auf dem Weg angekommen. Letzte Woche, glaube ich, war das, sind wir in diese Richtung gefahren. Wir fahren jetzt heute mal in die komplett andere Richtung. Das ist genau eine Woche und ein Tag her. Denn letzte Woche sind wir Freitag gefahren. Wir sind heute leider etwas langsamer unterwegs, weil Dennis sich gerade eben etwas verletzt hat und deswegen nicht wirklich weit kommt, sind wir jetzt etwas langsamer unterwegs. Wir versuchen aber unser Bestes, um mit ihm ziemlich weit zu kommen. Wir sind jetzt ein kleines Stück in die andere Richtung gefahren. Da hinten kommt, wenn ihr ihn sehen könnt, ein Aussichtspunkt, wo wir noch nicht gewesen sind. Wir machen da jetzt gleich so eine kleine Frühstückspause. Es sind jetzt auch 5 nach 10. Und da werden wir dann werden wir frühstücken. Und dann fahren wir weiter. Wir bringen jetzt den Dennis wieder zurück, weil durch seine Verletzung kann er leider nicht mit weiterfahren. Er wird dann jetzt gleich abgeholt. So, wir haben den Dennis jetzt zu Hause abgeliefert und fahren jetzt wieder weiter. Wir fahren jetzt bis zum Tagebau. Daraus gucken wir, dass wir irgendwie einen Weg finden, um wieder zurück nach Hause zu kommen. Wir haben jetzt hier so einen Problem. Blöden Weg erreicht, wo so der Boden so ist. Da, Schotter. Ja, so einen Schotterweg haben wir jetzt erreicht. Da kann man leider nicht fahren, wir müssen also die Boards tragen und wir wissen nicht wie lange. Wir gehen hier gerade einfach lang und dann kommen da hinten, man sieht es glaube ich nicht, einfach so eine... Komm, da gehe ich so lang, kommt da einfach hinten so eine kleine Herde an, was ist das? Rehe? Ja. Wir haben jetzt nach ungefähr 5 Minuten oder wie lange wir getragen haben, wieder einen betonierten Weg gefunden. I need to get home. Paffendorf müssten wir sein. Ja, zwischen Paffendorf und Bergheim. Ja, zwischen Paffendorf und Bergheim. Wo ist Lieberich? Und dazwischen? Weiß ich nicht. Ja, ja, wir haben jetzt, wie viele Kilometer haben wir jetzt hinter uns? 5, 6? 10. Oder 10? Mit Hinfahrt. Mit Hinfahrt.
Ja, also wir haben jetzt maximal 10 Kilometer hinter uns. Vor allem ist es so cool, wenn man dann beim Einatmen redet, das hört sich dann so an. Hallo, hallo, hallo. Wir fahren mit dem Longboard. Hallo. Wir reden jetzt den ganzen Tag so. I'm in Donuts. I need to get home. I need to get home. So Leute, wir sind jetzt zwischen Kassendorf und Elsdorf. Wir werden jetzt noch ein klein wenig fahren und dann werden wir noch ein kleines Päuschen machen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir so um die 30-35 Kilometer hinter uns haben. Es kommt noch einiges, wir werden noch durch Gestroßdorf fahren. Wir sind jetzt hier wieder am Terranova-Weg angekommen. Wir sind ziemlich, naja, eigentlich gar nicht am Ende irgendwie. Es ist jetzt nur mittlerweile ziemlich warm, es ist ziemlich geiles Wetter. Wir sind dann hier rum. Sind den Weg gefahren, sind den hier nicht gefahren. Aber den hier, weil wir gedacht haben, der ist gemeint, weil der war eine früher, dann sind wir hier lang, hier rum, durch Paffendorf, hier entlang, dann hier rum, hier oben entlang, dann haben wir hier eine Pause gemacht, sind hier entlang gefahren und sind jetzt hier. Es kommt jetzt noch hier durch Niederemd, wo wir lang fahren. So, dann Oberemd, dann hier oben lang durch Kirchtrostdorf, Kleintrostdorf, dann hier oben und dann da müssen wir hin, hier oben. Da ist unser Ziel. So Leute, wir sind jetzt hier in Niederemd angekommen. So Leute, wir sind jetzt hier aus Niederemd raus. Wir haben jetzt hier eine kleine Pause gemacht. Wir haben bis dahin noch 7 Kilometer bis nach Hause. I need to get home. I need to get home. Circa 100 Meter bis Gestroßdorf und bis dahin. Wir sind jetzt einfach schon durch zig Orte gefahren und einfach alles hat zu. Wir haben riesen Hunger, aber alles hat zu. Das darf nicht wahr sein. Alles hat zu. Ein hat mal Rewe oder so. Nee, nichts ist hier. Nur Häuser und Straßen. So, wir haben jetzt hier eine Bushaltestelle gefunden, wo wir jetzt eine kleine Pause machen. Und dann so, wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht, haben eine Kleinigkeit getrunken und jetzt haben wir nur noch bis Grottenhärten sind das schätzungsweise, also bis Grottenhärten sind das jetzt noch 2,3 Kilometer. Also bis zu Hause sind es dann noch ungefähr 4. Bis zu Hause sind es dann noch ungefähr 4 Kilometer. Wir sind jetzt zu Hause angekommen.
ich werde mich jetzt ans Schneiden begeben. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Daumen hoch. Der Link von Slimeplay HD ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, ciao.